Yo, was geht ab, Leute? Kommen wir wie heute mit den zwei Tagegusspot. Sagt sich, müssten wir angekommen sein, denke ich mal. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe gerade nicht nachgeschaut. Ja, wir werden switchen. 6.7. switchen, leveln, etc. Kommen auf jeden Fall zwei Live-Parts mit rein. Diesmal muss ich aufpassen, weil ich habe eben schon einmal aufgenommen und in den Live-Part reingequatscht. Passiert auch mal. Ja, wir haben ein bisschen geswitcht. Da habt ihr gerade zwei Armbänder, glaube ich, gesehen. Die habe ich dann erstmal, glaube ich, in den Laden gestellt. Ich weiß gar nicht, was das erste war. Hier war dann auf dem Titan die 12 Int drauf. Habe ich gedacht, komm, nur 12 Int. Dann 12 Int, 6 Blocken. Gut, habe ich dann für ca. 4 Wunden verkauft. Sogar ist sogar weggegangen. Ja, einfach in den Laden rein. Dann habe ich Quillin-Schuhe gekauft. Plus 6 mit einem, für einen Won mit 5 Bundes. Habe ich gedacht, komm, kaufst du. Kaufst du 2 Switcher drauf. Kleine No Crap. Werden wir aber auch noch switchen. Da kommt der Live-Part am Ende zu. Ja, dann wie ihr wisst, eigentlich wollte ich nur leveln. Bin ich. Wieso, da wollte ich auf 9 hätte, aber habe ich mir gedacht, komm, ich habe das Aufhebepad. Habe ich ein bisschen Wald stehen lassen mit dem Pad immer wieder mal. Und dann hat Flippy mir angeboten, komm, lass mal ZR-Map, da geht es auf jeden Fall viel, viel schneller. Kommen wir aber gleich zu. Dann hier seht ihr mal, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, wo ich meine Sogdeutsche gehabt habt, dann schaut mal im letzten Video vorbei. Ich will nicht spoilern. Hier seht ihr nämlich, das wollte ich mal unbedingt reinschneiden, damit ihr seht, wofür ich mein ganzes Yang ausgegeben habe. Also für die ganzen Up-Items für die Sogdeutsche. Schaut auf jeden Fall im letzten Video vorbei, wenn ihr nur das Video jetzt gerade seht. Da gehören die Kisten nämlich auch dazu, weil da kommt natürlich Mondstein und Titandioxid raus. Deswegen haben wir die gekauft. Ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Muss diesmal aufpassen, dass ich gleich nicht in den Live-Part rein quatsche wieder. Also hier haben wir dann 100, was war das? 119, ne? Müsste das sein? Ja, 119 gemacht. Auf der ZR-Map, Flippy hat mich da gelevelt, ich habe komplett Push reingeballert. Und ja, dann haben wir hier nochmal ein HTA 8 gekauft, ich glaube für 2-3 Won. Der wollte es für 4-5 verkaufen, habe ich gesagt, komm, ich gebe dir 2 oder 3, ich weiß nicht, ich glaube 3 Won. Und ja, dann haben wir es gekauft. Und ist sowieso schon plus 8 mehr wert. Und für den Bonus habe ich gedacht, komm, wenn du mal Switch aus, switchen wir da mal ein bisschen rüber. Dann seht ihr gleich, was hier Bonus raufkam, habe ich erstmal einen Laden gestellt. Und jetzt kommen wir zu einem Live-Board. Ich hatte die Aufnahme nicht vergessen. Hab ich schon. Damn. Was ist denn das Ziel? Du wurdest gerade. Du wurdest gerade einfach geschlagen, Alter. Von Drachenbot. Komm, ey. Oh, boah, belastend. Oh mein Gott. Boah, das ist das. Der hat dir gerade auf den Kopf geschissen, Alter. Drachengott hat dir gerade ins Gesicht gesagt: Exo, du Huan. Ist halt krass, ne? Alter. Mal nochmal, jawoll, Digga. Digga, was? Alter Schwede. Ja, ja, so ist das mit dem Helm, ich weiß nicht. So wie mit den Dolchen, so wie mit dem Helm, so wie mit der Russi. Kam nichts Gutes drauf. Aber hören wir hier nochmal HTA geswitcht. Ich weiß nicht, TP, DB und. Also wieder ein Armband mit TP, DB und ich glaube, da war sogar TP-Absorb drauf. Ja, dann habe ich mal wieder ein paar Segnungen geholt, weil ich endlich. Ein bisschen mehr als 8 oder 5 AW auf dem Helm haben möchte. War auch in Happy Hour Zeit. Also von daher. Gut, aber trotzdem, ne, ist halt schon teuer. Wenn du 6.7. switcht, wenn ihr überlegt, was 10 Stück kosten, 129 über 1300 DR. Geht schon auf jeden Fall gut rein so. Und wenn dann da so viele Switcher reinballerst, so, I don't know. Ich hab da irgendwie gar kein Glück. Aber ja. Machst du nix, da kam 8 AW wieder drauf, da war ich wieder mad. Haben wir natürlich weggeswitcht. Gucken, wenn der Live-Part gleich wieder kommt, damit ich ihn wieder reinquatsche. Ja, dann nochmal ein HTA. Geholt und geswitcht. Ich habe jetzt nicht alles natürlich reingeschnitten. 1K TP, 10 DB. Nämlich 3 Armbänder mit TP und DB. Und eine sogar mit ein bisschen TP-Absorb. Dann hat der Runtime-Error, der Captain, mir auch nochmal ein Segnung drauf gemacht. Kam aber auch leider nichts Gutes drauf. Dann haben wir nochmal 10 Stück geholt. Und nochmal drauf gemacht. Da müsst ihr euch echt überlegen, ob ihr das selber macht oder ob ihr euch direkt fertiges Equip kauft. So, das werde ich dann auch eventuell, wenn ich dann jetzt mal Items hole, werde ich mir da auch überlegen, was ich da mache. Ob ich da ohne 6.7. Bonus hole oder mit und mit fertige. Je nachdem, weil, ja, das geht halt schon gut in den Cash rein. Muss ich ehrlich sagen. Und ja, dann habe ich eine Aufnahme nicht gestartet dann. Und dann
Am 25 AW drauf, ja. Immerhin, immerhin. Und Kraft des Eises für 1%. Gut. Habe ich, aber lassen wir erstmal für lange Zeit. Werden wir erstmal lassen, bis wir noch einen neuen Helm haben. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, dann kommen jetzt hier die Level-Ups. Hier seht ihr noch Level 120. Dann haben wir mit Trippy noch die 25% gemacht. Auf jeden Fall mega Dankeschön dafür. So, dann seht ihr hier Level 1. Tempel Level 1 haben wir erreicht. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Live-Part. Hey, Level 1. KTP, 5 Unmacht, 3 Crit. Rap und 1 KTP, 15 Pfeile ausweichen. 10 Crit. What? What? Was? What? Was nochmal? What? Hallo. Ja, dann kam auf dem Knie 1 KTP, 10 Crit, 15 Pfeile ausweichen drauf. War mega happy gestern noch. Und das Lucky war auch noch so, dass ich, wir haben gestern mit Flippi noch abends an Drache gemacht, haben Kisten aufgeteilt. Dann habe ich mir gedacht, komm, eine Kiste machst du auf. Hab eine Kiste aufgemacht, kamen drei Switcher rauf, hab die drauf gemacht und dann ein KTP 15 verlassen, weil ich 10 Crit. Mega nice, ich hab schon mal auf dem Markt geguckt. Da gibt's einen mit 2 KTP, klar mit 6, 7, 2 mit 40 AW, aber 2 KTP 10 verlassen, weil ich 10 Crit. Für 70 gewonnen. Ja, keine Ahnung, was das Ding jetzt ungefähr wert ist, wenn ich dann noch 6, 7 reinmache und die auf 9 mache. Aber die werden wir auf jeden Fall behalten. Da haben wir ja auch noch unseren Helm. Also so langsam für die Haare dann fertig machen. Muss mich da eh nochmal dann reinfuchsen, was man da alles braucht. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen Alchemie für Bio, muss noch ein bisschen hoch, da bin ich gerade noch bei den Tafeln. Und so weiter, da müssen wir dann gucken. Vielleicht werde ich dann mit Flippi jetzt irgendwann reingehen wegen dem Handschuh. Immer auf dem Handschuh sparen, der kostet auch glaube ich nochmal lang, glaube ich 20 oder 30 Won oder so 35 Won, weiß ich gerade nicht. Irgendwas so um den Dreh auf jeden Fall, aber da können wir auch noch mal ein paar Bonis dann reinmachen, dann pusht uns das auch noch ein bisschen. Und ja, wenn wir mal gucken, was wir dann jetzt machen. Jetzt zum Schluss habt ihr jetzt ein bisschen Alchi ab. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da. Abo auf kostenfreie Basis, ihr wisst Bescheid und unterstützt mich ein bisschen, würde mich freuen. Und wenn ihr auch kommentiert, natürlich, ja, das pusht das Video ein bisschen immer wieder. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, euer Exa. Ciao, ciao, macht's gut.